Jeder von uns bekommt sie regelmäßig zugeschickt, die offizielle Renteninformation der deutschen Rentenversicherung. Da erfährt man dann schwarz auf weiß, was man aktuell zu erwarten hat an staatlicher Altersversorgung. Hier sind es mickrige 565 Euro. Da fragt man sich dann schon, wovon leben im Alter? Und das ist deshalb auch das treffende Motto des heutigen SWR-Rententags, einer gemeinsamen Programmaktion von Radio, Fernsehen und Internet. Ja, und wir nehmen diesen Rententag mal zum Anlass, auf das Thema Altersarmut zu schauen. Denn jeder fünfte Arbeitnehmer verdient so wenig, dass ihn später nur eine Mini-Rente auf Hartz-IV-Niveau erwartet. Zum Beispiel viele Friseure, Kellner oder Mitarbeiter in Callcentern oder auch die Floristin, die Katrin Häusler getroffen hat. Katrin Schmid ist noch jung, gerade mal 27 Jahre alt. Gedanken um ihre Zukunft macht sie sich aber trotzdem schon. Denn sie verdient nur 6,50 Euro die Stunde und weiß, dass sie trotz Vollzeitjob später von ihrer Rente kaum leben kann. Wenn man die Altersarmut auf einen zukommen sieht, und wie willst du es verhindern? Was willst du machen? Mehr wie arbeiten geht halt nicht. Und das macht sie schon so gut es geht. Weil das Geld nicht reicht, geht Katrin Schmid am Wochenende auch noch kellnern. Nur deshalb zeigt ihr Versicherungsbescheid die Rente aus zwei Jobs von 769 Euro. Schon jetzt arbeitet sie mehr als andere und fragt sich, wie lange sie das noch durchhält. So im Schnitt 50 Stunden die Woche. Also ja, Minimum. Es waren auch schon mal 60, 70. Das ist dann aber nicht auf Dauer durchzuhalten. Also das machst du mal zwei Monate und dann merkst du auch, dass es für den Körper einfach zu viel ist. Wenn der Job als Kellnerin einmal ganz wegfällt, rutscht ihre Rente sogar unter Hartz-IV-Niveau. Wenn wir davon ausgehen, dass Frau Schmid ab sofort nur noch als Floristin tätig ist, dann verdient sie ja da 6,50 Euro auf die Stunde. Macht bei einer 38-Stunden-Woche, wenn sie die noch 40 Jahre hat, einen Rentenbetrag, den sie zu erwarten hat, bei 565 Euro läge der. Das ist ein Niveau unter dem Grundsicherungsniveau, sodass sie, wenn sie keine weiteren Einkünfte und kein Vermögen hat, auf staatliche Hilfe angewiesen wäre. Ein Leben lang arbeiten und später trotzdem finanziell vom Staat abhängen. Da stimmt doch was nicht, sagt Katrin Schmid. Man arbeitet 40, 45 Jahre und da sollte man dann schon sich damit eine Altersabsicherung damit erarbeiten können, ja, dass man, wenn man die ganze Zeit voll arbeitet, dann auch einfach im Alter versorgt ist. Katrin Schmid ist kein Einzelfall. Ob Krankenschwester, Müllmann oder Friseur, sie alle sind gefährdet, später in Armut abzurutschen. Und es werden immer mehr. In keinem anderen europäischen Land ist die Zahl der schlecht bezahlten Jobs in den vergangenen 15 Jahren so stark angestiegen wie in Deutschland. Geringfügige Beschäftigung, Teilzeitbeschäftigung, niedrige Löhne, das führt alles zu ganz schlechten Renten. Das ist der Kern des Problems und da müssen wir in den nächsten Jahren dran arbeiten. Ansonsten werden wir künftig eine Generation Menschen haben, die gut gearbeitet hat und eine schöne Rente bekommt, aber eine ganz breite Masse an Leuten, die ganz erbärmliche Rentenansprüche haben. Ein Problem vor allem für Frauen. Es sind vorwiegend Frauen betroffen, weil der Niedriglohnsektor sich eben in bestimmten Branchen vor allem bewegt. Und diese Branchen sind eben typische Frauenberufe. Was die Politik dazu sagt, wer wenig verdiene, dürfe sich nicht allein auf die gesetzliche Rente verlassen, müsse eben zusätzlich etwas fürs Alter zurücklegen. Völlig utopisch für eine Floristin. Schwierig. Mehr wie arbeiten kann ich nicht. Also da bleibt jetzt auch nicht so viel übrig, dass ich privat noch mich zwecks einer Vorsorgelücke absichern kann. Ja? Ich weiß nicht, wie es gehen soll, weil von nichts kann ich nichts sparen. Für die Gewerkschaft Verdi ist klar, die Niedriglöhner dürfen nicht im Stich gelassen werden. Die Politik muss im ersten Schritt handeln und dafür sorgen, dass wir gesetzliche Mindestlöhne kriegen. Und dann müssen diejenigen, die Tarifverträge aushandeln, schauen, dass wir ordentliche Tariflöhne kriegen. Dazu brauchen wir auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass wir nicht nur am Sparen sind. Denn gute Arbeit müsse auch gut bezahlt werden. Ein Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde, das wäre für Katrin Schmid schon mal ein Anfang. Schon jetzt reicht das Geld vorne und hinten nicht. Dass das im Alter so weitergehen wird, macht ihr Angst. Das ist schon eine furchtbare Vorstellung, dass das nicht besser, sondern eher sogar noch schlimmer wird.